Dass ich jemals einen Gryffindor-Schal umhänge, damit hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Hallo, liebe Bücherwürmer! Ich habe eine mysteriöse Hogwarts-Box bekommen! Die Wutbox hat nämlich eine Spezialbox zu Harry Potter und ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese Wutbox mal auszupacken. Yes, 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 ich habe Lust! Ich persönlich kannte die Wutbox vom Namen her, aber auch vor allem durch meinen Freund, weil der liest halt die GameStar und die gehören wohl beide zum gleichen französischen Konzern und daher war ihm das auch bekannt und als ich dann mit ihm darüber gesprochen habe, meinte er, ja, das kenne ich und dann hat er mir darüber so ein bisschen was erzählt. Und das fand ich alles ziemlich, ziemlich cool. Naja, ja, und ich bin halt auch ein mega Harry Potter-Nerd, wie man vielleicht merkt. Ja, jetzt mal so ein paar Fakten zu der Box. Die kostet 39,99 und angeblich ist ein Warenwert über 70 Euro drin. Ja, und wie der Name auch schon sagt, es sind nur Harry Potter-Items und sogar offizielle Harry Potter-Items. Das war sozusagen das Wutbox-Weihnachts-Special. Aber auch wenn Weihnachten vorbei ist, könnt ihr euch natürlich eure Harry Potter-Special-Box bestellen. Wutbox hat mir dazu voll netterweise einen Gutscheincode auch zur Verfügung gestellt, damit ihr hier aus meiner Community auch fett shoppen könnt. Mit dem Code LIBERIARIUMHP bekommt ihr 10 Euro Rabatt. Ich blende euch hier auch nochmal den Link ein und schreibe den unten in die Infobox, unter der ihr eure Box bestellen könnt. Und ich würde euch auch bitten, wenn ihr eine bestellt, weil ihr sie auf meinem Kanal gesehen habt, dann unter dem Link, also ich krieg da nichts für oder so, aber da weiß die Wutbox einfach, dass ihr von mir kommt. Ja, und auf der Website stand schon, was drinne ist, beziehungsweise da standen halt so ein paar Artikel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich 1:1 die Artikel sind, die auch echt in der Box sind, oder ob das halt nur so Vorschläge waren. Aber bevor wir jetzt lange fackeln, gucken wir endlich mal rein. Vorher müssen wir noch die schöne Box loben. Die ist richtig, richtig schön. Und die werde ich auch auf gar keinen Fall wegschmeißen. Die kommt bei mir ins Bücherregal. Die ist einfach zu toll. Und ich finde es richtig schön, dass die Aufmachung halt auch schon so wahnsinnig hochwertig ist. Irgendwie ist an Boxen im Stehen ein bisschen uncool. Aber ich versuche es trotzdem mal. Seht ihr schon was? So. Ah, ich sehe schon etwas Gryffindoriges und eine Popfigur. Gucken wir erstmal nach. Das ist auf Französisch. Okay. ja, ich habe keine Ahnung, was hier steht, weil es ist auf Französisch. Aber hier ist halt der Link von Wutbox mit dabei. Wenn die Funko Pop hier halt schon so rausguckt, schauen wir uns die als erstes an. Struggle. Oh, es ist Tom Riddle. Ja, das ist tatsächlich auch die Funko, die ich auf der Website gesehen habe. Ist halt jetzt so mehr oder weniger keine krasse Überraschung. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ziemlich cool, weil es ist wohl auch so ein Exclusive-Artikel, den man nicht überall kriegt. Und das ist nicht nur irgendein Tom Riddle, das ist Tom Riddle aus der Kammer des Schreckens. Das sieht man nämlich an dieser Farbgebung der Figur. Packen wir gleich mal aus. Ich bin ja eh jemand, der bei den Funko-Figuren die Kartons wegschmeißt. Ich weiß ja nicht, sammelt ihr überhaupt diese Funko-Figuren und wie macht ihr es? Also lasst ihr die immer in der Packung oder packt ihr die auch aus und stellt sie ins Bücherregal, so wie ich? Und so sieht sie aus. Ist sie nicht zauberhaft? Einfach nur mega niedlich. Und man kann den Kopf drehen. Die kommt gleich mal ins Bücherregal. Am besten zu den freundlichen Büchern. Willkommen zu Hause, Tom Riddle. Und weiter geht's auch mit dem Artikel, der als nächstes so voll ins Bild springt für mich. Das ist ein Gryffindor-Artikel. Ich denke mal, es ist ein Schal. Ja, das ist ein Schal. Und tatsächlich war auch dieser Schal bei den Items auf der Website schon mit da drauf. Also kriege ich so ziemlich das, was auch da angeboten wird. Es ist ein bisschen schade, weil dadurch natürlich die Überraschung flöten geht. Ich mag es ja eigentlich eher bei Boxen, wenn man so komplett überrascht wird. Und das ist in dem Fall nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite ist es halt richtig praktisch, wenn das auch die Items sind, die ihr unbedingt haben wollt, weil so spart ihr natürlich einen Haufen Geld. So sieht er aus. Dass ich jemals einen Gryffindor-Schal umhänge, damit hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt doch mal irgendwie ein Lavender Brown Cosplay plane, das habe ich ja eigentlich irgendwann mal vor, habe ich zumindest schon mal einen Gryffindor-Schal. Jetzt fehlt mir, glaube ich, echt nur noch ein Ravenclaw-Schal. Also ich habe Newts-Schal. Ich habe Slytherin-Schal, ganz klar. Und jetzt halt auch einen Gryffindor-Schal. Eigentlich ganz cool, aber ich würde mir halt nie freiwillig einen Gryffindor-Schal kaufen, außer es wäre halt für ein Kostüm. Ist aber trotzdem cool, ihn einfach zu besitzen.
Give me all the merch. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Item. Das ist eine Tasse. Und zwar sieht sie so aus. Ich werde sie jetzt gleich mal aufmachen. Ist ja nicht so, als hätten wir in der WG schon 3 Millionen Tassen. Jetzt haben wir 3 Millionen und eine Tasse. Holy Nectar steht da drauf. From the Apothecarium of Horace F. Slughorn. Oh, das ist ja süß. Das ist für mich auch so eine Tasse, da muss man erstmal drauf kommen, dass es zu Harry Potter gehört. Klar, wenn man Slughorn liest, dann schneidet man's, ne? Ansonsten könnte das halt auch irgend so eine altertümliche Tasse aus irgendeinem anderen Fandom sein. Aber da wird natürlich klar, Zaubertränke. Tja, bin ich ja mal gespannt, was für einen Zaubertrank ich als erstes daraus trinken werde. Die wirkt auf mich auch jetzt relativ stabil. Sie ist ja noch nicht mal beim Versenden kaputt gegangen und das muss schon was heißen. 2 Items sehe ich noch in der Box. Es ist noch was zum Anziehen, es ist grün. Es müsste dieses Schlangen-T-Shirt sein, was da auf der Website stand. Aber erstmal gucken wir uns diesen tollen Pin an. Das ist nämlich ein Pin vom sprechenden Hut. So, und wenn ihr meine Jeansjacke schon mal gesehen habt, die hat ganz viele Buttons und Pins und Patches. Die ist halt voller Nerdkram. Und das finde ich halt richtig geil, dass ich jetzt noch einen Harry Potter Anstecker mehr habe. Außerdem finde ich den auch ganz niedlich. So, ist halt der sprechende Hut, ne? Steht nichts drauf oder so. Es ist halt einfach der Hut. Und was ich auch gern mag, ist der Verschluss, weil das nämlich so ein ganz einfacher ist. Ich habe nämlich voll oft einfach nur Angst, dass diese Pins runterfallen und ich die halt irgendwie auf dem Weg verliere. Und damit kann man sich ziemlich sicher gehen, dass das halt hoffentlich hält. Und nun das T-Shirt! So, oh, es ist so schön. Wow, es ist riesig. Also es ist schon mal keine Ladies-Größe, es ist, glaube ich, eine Unisex-Größe. Serpentard, fierte, ambition, cruce. Ich glaube, das ist Slytherin auf Französisch, kann das sein? Also es erklärt natürlich einiges, dass es zu einem französischen Konzern irgendwie gehört, aber... Also, dass die Items aber dann irgendwie auch so viel French drinne haben, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass man dann wenigstens den englischen Aufdruck nimmt. Also einfach nur Slytherin und dann Ambition? Das kann man ja wenigstens noch lesen, aber ich kann halt auch kein Französisch, also... Ich probiere das T-Shirt jetzt mal an, weil das erscheint mir... tatsächlich ziemlich groß. Ich wurde im Vorfeld übrigens auch gefragt, welche T-Shirt-Größe ich haben will. Und ich habe gesagt, M-Ladies. Aber so richtig Ladies ist das nicht. Aber vielleicht gibt es halt auch nur Unisex-T-Shirts. Ist dann halt fair, ne? Weil alle dann das Gleiche tragen. Aber ich mag ja eigentlich schon ein bisschen lieber, wenn die so ein kleines bisschen wenigstens tailliert sind. Gucken wir mal. Lass mich ganz weit nach hinten gehen. Ach, es geht eigentlich. Naja, jetzt über dem Kleid hier, das ich hier anhabe. Sieht geil aus, oder? Sollte ich öfter rumlaufen so. Ich mag auf jeden Fall den Stoff total gerne, weil der schön stretchy ist. Mein Fazit. Also ich finde die Artikel, die darin enthalten sind, echt ziemlich krass. Also wenn man sich halt wirklich mal den Warenwert so anguckt, übertrifft das auf jeden Fall die 39,99, die Box einfach nur kostet, weil das T-Shirt, eine Tasse, ein Anstecker, dann vor allem einfach einen Schal und eine Funko-Pop-Figur. Also ich glaube, alleine mit der Funko-Pop-Figur hat man schon 20 Euro weg. Daher finde ich das Angebot aus der Box echt ziemlich gut. Es gibt halt 2 kleine Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Dass man halt schon vorher weiß, was drin ist. Das macht halt einfach keinen Überraschungseffekt mehr. Und ich lasse mich halt lieber überraschen. Habe dann aber vielleicht so 1 oder 2 Items, die mir nicht ganz so gut gefallen. Dafür waren hier halt wirklich alle Items top. Ja, und was ich auch ein bisschen komisch finde, ist halt, dass die Schrift teilweise auf Französisch ist. Weil, ja... Also Französisch kann ich halt nichts mit anfangen, ne? Leider. Also das wären so 2 Punkte, die man meiner Meinung nach noch verbessern könnte. Aber ansonsten, alter Falter, was eine geile Box. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an euch vom Wutbox-Team, dass ihr mir diese Box kostenlos zum Unboxen zur Verfügung gestellt habt. Ja, und wenn ihr euch jetzt diese Box auch krallen wollt, wie gesagt, ich blende euch hier auch nochmal den Link ein. Und mit dem Code LIBERIARIUMHP bekommt ihr 10 Euro Rabatt, was einfach richtig krass ist, wenn man bedenkt, dass die eh schon nur 39,99 für diese krassen Items kostet. Bin ein bisschen überwältigt. I can't handle my emotions. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr denn die Wutbox, dieses Harry Potter Spezial, gefunden habt. Und welches Item hat euch dann am besten gefallen? Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer. Also von... Wenn man... Hoffentlich nicht hält's. Aber die ist einfach zu toll, um mit dem... Okay.
Okay. Tschüss, bis ihr...